Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elden Ring. Du, es läuft noch, ihr habt nichts verpasst. Ein Glück, Ubala. Lol, irgendwie klappt das nicht, was ich vorhatte. Ach so, weil hier der noch ausgerüstet war. Ich bin einfach zu dumm. Oh, lol. Ich krieg das hier gerade mit den Waffen nicht geschissen. Jetzt hab ich's. Toll. Ja, ich bin immer noch mit dem guten Obi, Drusinobi und Terra unterwegs. Wir arbeiten uns hier gemeinsam durch alte Katakomben. So. Auf der Suche nach Ruhm und Sieg und so. Okay, let's go. Bis jetzt schlagen wir uns ganz gut. Aber die zwei haben auch zumindest in dem Dungeon hier voll den Plan. Ich natürlich nicht, aber das läuft. Und runter. Aha, wie praktisch. Dieser Speer ist halt schon ziemlich geil, muss man einfach sagen. Jetzt laufen die alle mit dem Speer rum. Muss auch mit dem Speer rumlaufen, warte. So. Da muss man nur noch den richtigen Knopf drücken und dann geht's auch schon. Yeah. Wow! Was soll denn das? Okay, der Trick ist nicht im Weg zu stehen. Soll helfen, hab ich mir sagen lassen. Oh, schnell. Schnell. Asche der Soldaten, irgendwas. Und raus hier. Wunderbar. Oh oh. Was ist hier denn los? Komm ran, Bruder! Warte, der steht zu weit weg, der kommt nicht. Der kommt nicht ran. Der hat's erwischt. Ich habe das ganz vergessen, dass wir hier inversiert werden können. So ein Mist. Wo ist er denn jetzt, der Junge? Hallo? Oh, Kacke. Ja, schade. Ich wollte es mal versuchen, hat nicht so gut funktioniert. Hätte ja klappen können, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal neu gehen. Das ist der einzige Nachteil am Multiplayer. Es wäre so schön, wenn man Invades ausschalten könnte, wenn man einfach nur eine chillige Runde haben möchte, aber ist nicht. Ist nicht! So, die zwei schreiben schon wieder, ja, Fuchs, das hast du für Scheiße gebaut, ne? Blöder Invader, ach Mist, kurz vorm Hebel. Ach, auch noch das? Das macht es ja umso ärgerlicher. Ja gut, so ein Mist. Ja, ärgerlich. Aber gut, steckst du nicht drin, was willst du machen, ne? Da haben wir schon mal wieder Terra, dann brauchen wir noch den guten Drusi Obi-Wusi. Ich muss mal meinen Tod hochmachen. Plus, habe ich auch vorhin vergessen zu erwähnen, Kay meinte, ja, pass auf, du hast einmal wieder verzählt, deswegen habe ich einen wieder runtergemacht zum Anfang der Folge. Ich bin mal gespannt. Ganz am Ende kann man irgendwo an so eine Statue rangehen oder so. Und, dann kann man sehen, wie viele Tode man in-game hatte. Obi, da kommt er doch schon. Kurz vorm Hebel. Ah, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Ach, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das machen. Nach dem Hebel gehen wir noch nach unten zu den Kisten. Alles klar. Na, wird das noch was oder wird das nichts mehr? Obi, komm her. Oh. Ich schreib den guten Drusus mal. Ah. Hat geklappt. Man muss einfach nur ein bisschen warten. Manchmal muss man auch einfach mal entspannt bleiben, ne? Hallo. So, guck mal. Dann würde ich sagen, legen wir los, oder was? Speer. Und ab geht die wilde Fahrt, was? Alter, was? Jupp, da gibt's auch noch geilen Kirchenstuff. Ich glaube, Terra ist mal wieder mit dem Handy unterwegs. Richtig gut. Geilen Kirchen, ey. Besser Name. So, los geht's. Terra ist am Durchrennen. Okay.
Und renne ich auch durch. Wenn Terra rennt, renne ich auch. Wird gerannt wie nichts Gutes. Terra, was machen wir jetzt gerade genau? Achso, Terra hat getriggert. Und wir gehen jetzt hier hin und machen den hier. Alles klar. Jetzt habe ich's verstanden. Wir waren am Triggern. Wir haben getriggert! Ich hab's jetzt verstanden. Es wurde getriggert, Leute. Es wurde getriggert. Alle werden hier in die Ecke reingezogen und dann wird Rambazamba hier machen. Bis alle tot sind. Gut. Aua, ich bin doch noch reingelatscht. Nicht euer fucking Ernst, oder? Wir machen mal noch ein bisschen hier weiter. Ich finde das ganz angenehm. Terra jetzt da runtergefallen? Ja. Wollte Terra da runterfallen? Hat einmal den, dann einmal den, dann einmal den. Ich folge jetzt erstmal Obi. Ja, ja, Obi, ich bin dabei, aber Terra ist runtergefallen. Ah doch, Terra ist wieder hochgeschafft. Alles gut. Terra ist wieder da. Komm, Leute, wir eilen ein bisschen weiter. Hier ist so ein bisschen der Weg, einfach schnell sein. Ey, da vorne. Ach, wir waren wirklich... Da war der Hebel. Wir standen... Da ist es schon mal die Seelen. Wir standen schon am Hebel dran. Nein, 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 nein. Oh, hallo. Na, es geht. Muss man ihn weg hier? Hoppala. Das ist aber gerne, ne? Oh, guck mal. Oh, Junge, du bist ja richtig nervig. Na gut, so. Achtung, jetzt einmal zu ihm hier. Oh, direkt drauf, ne? Direkt drauf. Bums. Hey, 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 lass das mal schön bleiben, Junge. Richtig unhöflich. Oh, oh. Mit deinem Kackschild da, ne? Oh, hat Terra noch geschafft oder ist Terra tot? Oh, Terra hat's hinter sich. Nein. Terra, warum? Ja, warte, wir rennen jetzt trotzdem durch, in der Hoffnung, dass das vielleicht klappt. Dann können wir den Hebel nämlich ziehen. Müssen wir da dran? Au, 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 was? Da durch oder was? Ah. Jetzt sind wir doch ganz woanders. Oh, oh. Hey, hey, hey. Ich sehe hier gar nichts mehr. Es ist dunkel und ich bin verwirrt. Au! Wo kommst du denn her? Oh, ich muss ein bisschen weg. Oh nein, oh nein. Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Dringend Heilung, Heilung. So, und eine Lampe könnten wir mal anmachen, damit man nochmal was sieht, wo man hier ist. Ich glaube, da gibt es dann auch einen geilen Keen Stuff. Schafft ihr es ohne mich zum Hebel? Könnt mich dann rufen, wenn es zum Boss geht. Ich denke, das kriegen wir hin. Ich schreibe mal kurz, wir versuchen das mal. Wir versuchen es. Wir versuchen es. So. Wobei wir jetzt irgendwie unten sind. Ich glaube, wir sind falsch gelaufen oder wir wollten jetzt nach unten gehen, um das mit den Kisten zu machen. Ich bin zu früh gesprungen. Ah, geil. Siehst du, ich wusste es doch. Das sollte nämlich nicht passieren. Ah, dann gehen wir wohl mal drauf. Der gute Drusus ist wieder hier, ne? Aber ich will mich nicht beschweren. Wir sind hier in einem endlosen Kampf verstrickt, das ist doch gut. Das ist eine dicke Kiste, die können wir noch öffnen, ne? Oh, Gammel. Mag Gammel. Scharlachfäule, das ist schlecht. Mach mal auf hier den Apparat. Dankeschön. Bin bescharlachfeucht, das ist nicht gut. Inventar, Blutverlust, Scharlachfäule. Nutzen wir mal eben so ein Globuli da, wunderbar. Oh, da ist ja der nächste Invader. Was ist denn los mit dir, Bruder? Das ist ein verdammtes Problem. Hey! Richtig nerviger Boy. Okay, irgendwie treffe ich den mal so gar nicht. Weiß nicht, wo die geilen Blitze herkommen, aber gefällt mir. Ach, da ist noch jemand am Start. Hallo. Ja, es geht. Hui. Jetzt sind wir dran. Los, 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 los. Oh, es wäre so geil gewesen. Und jetzt rein. In den schönen Rücken rein. Hättest du wohl gerne, ne? Nee, nee, ich verpiss mich, Junge.
Ein Jäger! Er ist runtergefallen. Dumme Sau. Da ist er ja wieder. Moin, was geht, Bruder? Was ist mit ihm denn los? Bleib doch mal hier, lass Kämpfer wie ein. Ne? Und wieder da hoch. Ich renne hier rum wie so ein Irrer. Ich hab sonst nichts zu tun. Ja, komm doch mal her. Hier bin ich, Bruder. Ja, ja, ich stehe jetzt hier. Guckst du doof, ne? Spring in meine Arme. Oh, jetzt hängt er fest. Ja. Ach, guck mal. Er ist abgehauen. Er ist abgehauen. Moin, danke dir. Das war nett. So. Ja, wieder den Anfang zurück. Invader kommen hier immer richtig. Nochmal nur Hebel. Gerne, ich muss nur erstmal zurückfinden. Ich muss das eben schreiben. Ich muss erstmal zu euch finden. Ich versuche den Anfang zu finden. Hey! Warte, Hey! Und tschüss. Kann ich mich teleportieren? Ja, kann ich. Warum teleportieren wir uns? Was? Achso, ist im Mehrspielermodus nicht möglich. Ja, dann versuche ich mal den Anfang zu finden, ne? Also, warte mal, wo kamen wir denn her? Kamen wir von hier unten? Hier ist die Tür, ne? Hier kamen wir nicht her. Ja, das wird jetzt lustig. Ich versuche mal zurück an den Start zu finden, aber ich habe keine Ahnung, wo wir herkamen. Dass ich jetzt der Einzige bin, der hier noch lebt, ne? Natürlich geil. Vielleicht kamen wir hier hinten her. Ah ja, hier, das sieht gut aus. So, theoretisch, ich habe ja noch ziemlich viel an Heilung. Müssen wir nicht mal die Gegner neu organisieren. Wir können direkt weitermachen. So, hier. Einmal Terra. Oh, jetzt wollen die sich umsetzen. Warte, nee! Nee, bin schon da. Alles gut. Bitte bleiben. Bitte die Zeichen setzen. Sitzen lassen, Leute. Nicht umsetzen. So. Herrlich, sag ich euch. Herrlich. Terras am Start. Moin, da ist er wieder, ne? Ich mache ein Gebet. Hey! Nö. Nix Hebel. So. Los geht's, Leute. Das Gute ist, ihr könnt entspannt bleiben. Die Gegner sind tot. Das wissen die noch nicht. Das merken die aber gleich. Aber gleich sehen sie das, dass sie alle weg sind. Also wir haben einen etwas einfacheren Weg, weil meistens sind tot. Bin nicht gestorben. Ich bin auch ein bisschen stolz, muss ich sagen. Das muss mein Glückssplitter im Hals sein, der mich gerade so quält. Der wird das wohl sein, der mir hier die Kraft verleiht. So. Nicht hier runterspringen, sondern einen weiter. Und hier lang. Und irgendwie gar nicht springen, aber egal. Ich häng mich da nicht raus, ich habe keine Ahnung. Ich folge nur. Und freue mich, dass ich diese beiden tapferen Recken hier an meiner Seite habe. Das ist mir wirklich, das bedeutet mir sehr viel. Deswegen auch an dieser Stelle wieder vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr das mit mir macht. Und dass ihr hier an meiner Seite euch durch diese Katakomben durchkämpft. Und wir sind ja erst noch bei den einfachen Sachen. Die hellen Gräber, die kommen ja erst noch. Der richtige Spaß steht uns ja erst noch ins Haus, ne? Ja, ja. So, jetzt sind wir ganz nah am Hebel dran. Sind wir da lang? Ja? Das ist wirklich richtig? Und nun? Mach mit. Ja, wir sind richtig. So
Und schön. So. Wo ist denn mein guter Obi? Er ist oben. Moin. Schön machen. Ich bin dabei, Leute. Einfach mitmachen. Komm mal ran, du. Jawohl. Schon aber Ruhe. Liebe diese Waffe. Liebe sie. Hier ist nichts mehr. Dann hier durch. Ah, da sind doch meine Seelen wieder. Geil oder geil? Ja. Und da war der Hebel. Wir standen quasi an ihm. Wie arschlochmäßig muss man denn sein, um hier die Leute nochmal dann eben zu invaden und denen auch mal auf den Sack zu gehen? Irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Das ist gut. So, Leute. Runter geht's. Wir gehen jetzt noch zu irgendwelchen Kisten. Bevor wir zur dicken Tür gehen. Oder gehen wir doch direkt zur Tür? Ich glaube, wir gehen doch direkt zur Tür, weil wir in den Kisten schon waren. Ich und der gute Obi. Ungeplant, aber wir waren dort. Na dann, gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Ach, ist das witzig, Leute. Es ist halt witzig. So, warte mal. Ich mache mal auch hier den hier. Dann mache ich den hier. Dann mache ich einmal den hier und den hier. Und dann wäre ich ready. Mach ich mal eben vorbei? Danke. Können wir? Dann los. Bereiten sich ja ready vor, die Boys. Oh oh, es wackelt alles. Och nö, stinkender Baumgeist. Oh Gott, die Viecher sind eklig, weil man da nie weiß, wann man raufhauen soll. Aua, aua, ach, sag ich doch. Oh je. Oh, Jemine! Junge, 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 wo bin ich? Ihr seht, was ich meine. Oh, 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 wir wollen hier nicht Vergammlungen einleiten. Keine Vergammlungen. Rauf, da rauf, da rauf, da los, los, los! Astursus, los! Oh, oh. Weg, weg, Heilung! Einmal heilen, einmal Magi. Okay, warte, warte, warte. Oh, nö! Rein, Gabel. Und Rainer, komm. Oh, lol. Okay. Ist irgendwie umgesetzt, also nö, komm. Muss jetzt auch nicht sein. Ich möchte jetzt einmal reinhauen, los! Jawollo! We did it! Asche der Rotminenritter. Oga. Legendäre Aschen. Ihr habt alle legendären Aschen gefunden. Ja, Naisomat. Und goldene Saat erhalten. Dankeschön euch beiden. Wieder gewonnen. Das war ziemlich cool. Was ein Chaos. Ja, das ist normal bei dem Gegner. Das schreibt Rufus hier gerade. Was ein Chaos. Das ist normal bei den Riesenviechern. Da ist einfach kein Sinn und Verstand. Also für mich persönlich. Es gibt natürlich Cracks da draußen. Für die ist es kein Thema. Für mich persönlich ohne Sinn und Verstand. Einfach nur rumgerollt. Das ist, ne? Galit, wunderbar. Ich warte, wir setzen uns kurz, um einmal alles aufzufüllen, was sinnlos ist, weil wir dann gleich eh in den nächsten Heldengräbern Gas geben, aber läuft. So. Dann ist jetzt Gelmir. So, ich schreibe eben kurz. Jupp. Jupp, auf Galat. Läuft doch supi. So, warte, ich muss mal gucken, wo das ist. Gelmirs Hero Grave. Halt irgendwo da oben. Mal gucken, ob ich das schon habe. Ich glaube nicht. Wir werden es gleich sehen. So, warte mal. Dit is. Ist das hier? Nee, das ist hier unten. Da. Grab des Helden von Gelmir. Das ist es sogar. Geil. Jetzt wird's ein bisschen entspannter, schreibt Terana. Da bin ich ja mal gespannt, ob das stimmt. Ob das jetzt wirklich ein bisschen entspannter wird. Was sehen wir dann, ne? Ja, ja. Aber keine Sorge, wenn ihr euch Sorgen macht, dass wir zu entspannt sind, sollten wir zu gut hier durchkommen, ist noch Zeit für den Endboss. Und der wird zu dritt nicht besser als zu zweit. Das sag ich euch. Nur Lava. Wunderbar. War ich hier drin oder bin ich damals einfach umgedreht? Ich glaube, hier bin ich reingegangen und hab gesagt, nee, lass mal stecken.
Lass mal stecken und bin, glaube ich, gleich wieder umgedreht. So, mal gucken. Schauen wir mal. Den ersten habe ich schon. Nicht genau. Ach, Mann. Das ist aber auch wieder doof hier. Terra, hallo, du bist zu nah dran. Goldes Rufzeichen. So, Terra habe ich schon mal. Das ist vielleicht noch der Jurisus? Ne. Terra haben wir schon mal. Ich schreibe mal kurz Terra habe ich schon mal. Der Huso sehe ich aktuell noch nicht. Ich werde mich in ein Gebet vertiefen. Und was sagt sie benutzen, ja. Und wir lauern auf Derusos Zeichen. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Also das kenne ich halt, wie gesagt, auch noch gar nicht. Da sind wir damals einfach abgemoved. Nochmal gesetzt, alles klar. Schauen wir mal. Ist sie auch wirklich im richtigen Ort? Das ist halt die Frage. Oh, guck mal, es geht nicht mehr noch kaputter. Die Bank, ja. Jetzt höre ich da doch was. Ja, es ist in Terra drin. Terra hat es quasi, ich will es gar nicht sagen, was Terra damit gemacht hat, ne? Aber es ist rausgefallen aus einem Ort, wo so ein Zeichen nicht rausfallen sollte. Aber gut. Hauptsache, das Zeichen ist da. Nicht wahr? So. Ach ja, der gute Multiplayer. Den werde ich aber nicht so sehr vermissen. Was die Umständlichkeit angeht. Aber gut, es gehört dazu. Es ist so. Hallo. Hey. Ich winke jetzt auch nochmal und dann legen wir los, oder was? Hey. Ihr seht alle so schick aus. Vor allen Dingen Obi. Der sieht halt auch wirklich aus, als wäre er irgendwie so lange auf einem Planeten einsam gewesen in der Wildnis. Und hätte versucht, den Weg des wahren Jedis zu finden. Ist nicht so gut gelungen, deswegen ist er vergammelt. Aber naja. Du steckst nicht drin, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Was erwartet? So. Ah, oh, endlich wieder Hellengräber. Oh, für Gottes Willen, sehr viel Lava. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hier musst du aber aufpassen, du. Hier, warte, komm kaputt mal. Oh, Wagen. Da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen absprechen, Leute, sonst wird das schwierig. Mit dem Kackwagen. Ha! Ja, kommt hier durch die Lava durchgerollt, ist gar kein Thema, ne? Coole Kids rennen durch die Lava. Okay, los. Ich folge einfach mal Terra, in der Hoffnung, dass das läuft. Huh. Alter, ich bin nicht mal in die Lava reingeballert. Nice. Mega gut. Oh, Drusus hier, ja, kein Thema. Ich roll so durch die Lava durch, kein Problem. Da muss doch irgendeine Rüstung am Start sein, das geht nämlich zu gut. Laufen, 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 laufen. Oh je. Das kam unerwartet, da dreht und spiralisiert sich einfach so ein Gegner raus. Und ja, da guckst du doof, ne? Komm mal her, du. Kleines Kackskelett. Und tot. Wunderbar, so muss das sein. Warte, der wird bestimmt gleich nochmal überfahren. Und dann ist er doch ganz tot, oder nicht? Nee? Haha! Läuft. So, ich folge den Leuten gleich. Warte, ich warte. Die kennen sich hier aus. Terra ist quasi diesen Dungeon zu Hause. Okay, Drusus rennt jetzt los. Ich folge. Oh. So, meine Lieben, wir machen wieder mal an dieser Stelle einen ganz kleinen, ganz gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.